Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich jetzt gerade noch mein Eis hier. Mein Vanilleeis mit Krokant und Schokolade. Ja, ich weiß, ich höre schon die Rufe. Deswegen bin ich teilweise ein bisschen eingeschränkt gleich im Spiel noch, so die ersten paar Minuten. Aber es dürfte gehen. Ist nur ein Waffeleis. Ist nicht so viel. Ich dachte mir, ich hatte Hunger und wollte jetzt nicht aufhören aufzunehmen. Weil ich gerade echt Lust auf Fallout habe. Deswegen kombinieren. Und ja, heute gehen wir weiter die Orte durch. Und langsam dürften wir auch mal anfangen mit den DLCs. Meine ich. Wieso kann ich das Scharfschützennetz nicht erreichen? Okay, irgendwo hier ist diese. Kann. Scharfschützen lässt sein. Nö, aber. Alles heilen, denke ich mal. Munition, der ist nützlich. Nochmal Munition, 1 Sternkorken. Bier für den. für den Scharfschützen. Whisky für den Scharfschützen. Munition, noch mehr für den Scharfschützen. Naja, ist jetzt nicht so besonders, ne? Na, halt hier den Blick auf. Ah, ne, Cottonwood Kauf war das. Ach, dann ist das von der Legion, von der RNK gewesen, okay. Und hier, sind die Searchlight Golden. Dann gehen wir da mal hin als nächstes. Hm. Searchlight weiß ich, gibt es glaube ich noch eine Hauptquest auf jeden Fall. Die ist meiner Meinung nach ganz lustig. Es gibt eigentlich kaum Hauptquests, die ich nicht gut finde in Fallout. Das ist halt echt, das haben sie echt gut gestaltet, finde ich. Ist auch teilweise echt nicht langweilig. Was ja bei Rollenspielen sehr oft passieren kann. Lalalala, die Gegner links und rechts um mir herum. Oh. Natürlich die radioaktive Verstrahlung. Und was haben wir denn da? Ein Soldaten. Ich bin immer noch nicht voll geheilt. Ich dachte. 40 bei 100, ja, nee, das ist jetzt nicht. Dann nehmen wir lieber den Yuka-Cola. Ist vielleicht besser. So, Eis ist übrigens aufgegessen, ne? Wollte ich jetzt mal so gesagt haben. Wo werde ich zuerst hin? Searchlight, Nordgold, Viniaco, machen wir das. Ich habe jetzt, wo ich die Kojotmine gemacht habe, da eigentlich nicht direkt mitgenommen. Na egal. Wahrscheinlich war da die Folge oder so irgendwie zu Ende, denke ich mal. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir dachte, ach komm, den Einstückung, der jetzt so nah ist, mache ich jetzt nicht mehr mit. Naja, egal. Haben wir jetzt dafür die Folge. Habt ihr mehr Folgen zu genießen? Um Gottes Willen. So, da ist der riesige schwarze Fleck, das muss das sein. Naja, ist ja richtig gut, ne? Ich liebe diese Atmosphäre, ne? Diese Musik immer wieder. Was haben wir denn hier? Gehen wir erst rechts. Rechts! Da war gerade jemand, ich habe doch die Beine gesehen. Hm.
Werkzeugkasten, das ist uns nicht weiter interessant. Ich stehle hier. Wow! Hi! So, Korken. Na toll, was haben wir denn da? Ein leuchtender Soldatenbuhl. Ja, ne? Passiert da nicht noch was mit denen immer? Das scheint nicht so. So, und wo sind jetzt meine Leute? Ja, ich stehe hinter mir und gucken sich das an. Na dann. Dann bin ich ja zufrieden. So, tote Prospektoren ist auch immer sehr gut. Das ist ein Zeichen, was einen beruhigen sollte, auf jeden Fall. So, die Kisten plündern sich hier ja zum Glück nicht. Dynamite. Schmutziges Wasser ist, ist jetzt nicht so geil. Achso, hier ist das Ende der Mine. Dieses Teils der Mine zumindest. Gucken wir mal in das andere Ende rein. Vielleicht ist da ein bisschen mehr. Muss ich mal gucken. War das hier richtig? Nein, das war anscheinend hier falsch. Dann war das hier. Okay. Da ist vielleicht ein bisschen mehr. Ja, obwohl, das sind ja jetzt viele Minen gewesen. Vielleicht sind die dann ja alle einzeln ein bisschen klein. Das kann ich mir... Ja, war ja richtig geil mal wieder, Kevin. Was wollte der denn noch machen? Wollte er irgendwie die Sonne anbeten oder was? Was für ein Problem. Ja, ne, geht hier auch nicht steil runter, finde ich. Kann man mit so einer Minenlore auch richtig gut sich fortbewegen. Minenarbeit auch so ein Job, ne? Da würde ich im Leben nicht machen, glaube ich. Wäre mir irgendwie zu gefährlich. Die ständige Explosionsgefahr und... Du arbeitest ja irgendwie 48 Stunden oder so und dann... Hast du leere Truhen? Und der Job ist jetzt ja auch nicht so übertrieben gut bezahlt, kann man sagen. Also das ist so... Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Und dann, die werden ja alle krank. Ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher mit der Feinstaubbelastung und dem jeglichen fehlenden Arbeitsschutz. Ist halt, hat sich alles schon deutlich gebessert. Ja. Aber ganz ehrlich... Nee. Da, jeder von denen hat doch Lungenkrebs und oder stürzt in irgendeiner Schiebemine ein. Das ist ja. Ich weiß nicht, nee. Nee, das wäre es mir nicht wert. Dann lieber irgendwie andere fossile Brennstoffe besorgen, wie wie Öl auf der Ölplattform. Wobei, das würde ich echt gerne machen. Also auf der Ölplattform arbeiten. Ich bin ja Chemiestudent, ne? Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken auf. Ölplattform gibt es ja tausende Jobs, auch für Chemiker. Ob man das nicht vielleicht mal machen könnte. Eigentlich sollen wir noch gar nicht in die Stadt rein. Die ist halt erst für die Quest gedacht. Ja, wenn er jetzt schon so fast tot ist, kann ich keine Kugel mehr verschwenden. So, kann er jetzt mal? Yo. Haarklammer. Okay, dann machen wir das so, dann laufen wir nördlich dran vorbei an der Stadt. Ich will ja nicht die ganze Stadt erkundet haben, bevor wir die Quest machen. Das ist nämlich irgendwo... Kacke. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, wäre ich jetzt in einem Let's Play, wo ich nicht wüsste... Oh, das, ja, ne? Dann ist klar, würde ich anders agieren, aber... Da ich halt diesen Gedanken schon habe... Searchlight, ja, aber... Was ist
denn der Questgeber? Ist doch hier irgendwo. Ach, da hinten. Dachte ich mir doch schon, wusste ich doch irgendwie. Ich finde auch höchst interessant, dass, naja gut, es ist gerade Nacht. Ich hoffe, ich kann in einem der Zelte da hinten schlafen. Das wäre echt von höchstem Interesse. Kann ich Schlafsack, Schlafsack, Schlafsack? Natürlich nicht. Warten Sie kurz mal. Diesen Ort sollten Sie meiden. Die ganze Stadt ist lebensgefährlich verstrahlt. Wenn es völlig verstrahlt ist, warum sind Sie dann noch hier? Vor dem Vorfall war ich in Camp Searchlight stationiert. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Reisende von diesem Bereich fernzuhalten. Was ist passiert? Ein paar Legionäre haben sich in das Lager geschlichen und eine Art Strahlenbombe ausgelöst. Keine Ahnung, woher sie die hatten, aber sie war verdammt effektiv. Die meisten starben. Der Rest wurde in Ghule verwandelt. Wie haben Sie überlebt? Ich war gerade auf Patrouille, also befand ich mich außerhalb des Lagers, als es passierte. Danach waren ein paar andere bei mir, auch einige meiner Vorgesetzten. Strahlenkrankheit und Angriffe durch die Legion haben sie einen nach dem anderen erledigt. Wie kam die Legion ins Lager? Ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht gibt es im Lager Hinweise darauf, aber ich werde da nicht reinlaufen, um es herauszufinden. Ich hätte noch eine andere Frage. Na klar. Ich habe ein Legion-Lager am Cottonwood Cove gefunden. Die Ranger bei Echo haben diesen Ort im Auge behalten. Er ist relativ neu, aber diese Schweinehunde haben sich bereits verschanzt. Offenbar sind sie als Sklavenhändler aktiv. Dort scheint außerdem einer der Hauptübergangspunkte für Überfallkommandos der Legion zu sein. Soll ich etwas für Sie erledigen? Erkunden Sie das Lager und bringen Sie mir alle Infos über Truppenbewegungen oder künftige Überfälle. Die Ranger könnten sowas gut brauchen. Wenn Sie gut bei sowas sind, könnten Sie auch eine Wanze an Ihrem Funkgerät anbringen. Bisher konnten wir Ihre Verschlüsselung nicht knacken. Ich habe mich schon um das Lager gekümmert. Was? Wie haben Sie denn das gemacht? Ich habe einige Fässer mit radioaktivem Müll losgemacht. Das ist genau das, was wir brauchen, um dieses Lager unpassierbar zu machen. Da kommt die Legion so schnell nicht mehr durch. Eine gebührende Rache für Searchlight. Danke, dass Sie sich für uns um diese Drecksäcke gekümmert haben. Gerne, gerne, gerne. Wohin sollte ich stattdessen gehen? Gehen Sie nach Norden, Richtung Novak. Suchen Sie nach einem großen Dinosaurier. Den können Sie nicht verfehlen. Warum Novak? Weil es dort deutlich sicherer ist als hier. Ja, aber was ist so gefährlich an diesem Ort? Die gesamte Gegend ist verstrahlt und voll mit mutierten Kreaturen. Was für Kreaturen? Hauptsächlich Ghule und ein paar Red-Skorpione. Außerdem sind, glaube ich, vor einiger Zeit ein paar Geckos eingezogen. Die halten sich offenbar hauptsächlich ganz im Süden des Lagers auf. Habe ich noch irgendwo Gesprächsoptionen? Gibt es noch andere Überlebende? Nur wilde Ghule, diese armen Schweine. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die leiden müssen. Ich würde sie gerne von ihren Qualen erlösen, aber mir fehlt der Mut dazu. Können Sie mir einen Gefallen tun? Was für einen Gefallen? Ich möchte, dass Sie die Soldaten erledigen, die sich verändert haben, zu Ghulen wurden. Sicher, ich mach's. Danke sehr. Könnten Sie mir Ihre Erkennungsmarken bringen? Vielleicht tragen ein paar der Soldaten sie noch. Ich gebe Ihnen ein paar Kronkorken für jede Marke. Und wenn Sie mir mindestens 10 Stück bringen, bekommen Sie ein altes Gewehr. Oh, und nehmen Sie diese Medikamente gegen Strahlung. Sie werden sie brauchen. So, Level 32. Was sollten wir jetzt mal machen? Medizin ist schon hoch, Pfeilschen ist hoch. Reparieren könnten wir ja mal auch vollpacken. Und Schusswaffen oder nein, wir machen Überleben höher. So, jetzt haben wir nämlich noch ein Perk, was wir auswählen können. Ist auch sehr schön. The new era with this perk, you will be able to change your name, your appearance and pick 2 more traits. Nee, bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Your outstanding repair skill and science skill have adapted the technique of converting any previous to the granular 9.
Superior mind, you have attempted to blow up your target's head via dialogue. If your target has a superior mind, your head will become crippled instead. Nee. Lektion gelernt. Sie hat 1% mehr Erfahrung pro Stufe. Nein. Inspiring leader, you sometimes forget to distinguish between companions and slaves. Your action points and cavalry rates increase depending on the total number of combat companions. Ist jetzt nicht so geil. Unsättlicher Leser, Peer Pursuit. You feel anxious and when you can't meet the expectations of those who follow with you, you wish this perk your overall combat speed increased by total numbers also. Nuka-Chemiker. Ja, die Formel zur Herstellung besonderer Nuka-Cola. Immer draufhalten. Schmecken schon lecker. Ja. Major Art Schniefe. Ja, eine Weile in anderen Schuhen. Nee. Auge um Auge. Aber vielleicht würde ich jetzt am ehesten noch ein Team. Spezial jetzt nicht. Medikamentenresistent. Tätchen für Waffen. Heavily trained. Action Boy ist natürlich auch immer gut. Schwerpunktkenner. Also ne, Sandcrawler. Nee, Prowler. Under the Effects of Kedai und ein Pip-Boy Upgrade. Das ist eigentlich ganz interessant, aber da ich diese Camps nie dabei habe, wird sich das glaube ich nicht lohnen. Notreparatur machen wir, genau. Sie können mit der Hilfe meiner Gegner, genau. Das war glaube ich auch, was ich irgendwie wollte. Ich hatte einen Kameraden. Und den rettete ich in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.